Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinterview mit Professor Dr. Knut Grötz aus Wiesbaden. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich begrüße Sie ebenfalls, lieber Herr Isbahner. Heute ist es für uns ein etwas ungewöhnliches oder außergewöhnliches Interview, weil wir uns heute direkt auch mal an die Patienten wenden wollen. Sie sind erfahrener MKG-Chirurg, Sie haben eine niedergelassene Praxis, Sie sind aber auch in der Klinik aktiv. Corona hat natürlich die Patienten sehr verunsichert, aber nicht nur die Patienten, sondern auch die Zahnärzteschaft. Die Patienten fragen sich, wie sicher sind derzeit Besuche in der Zahnarztpraxis? Kann ich denn ohne weiteres hingehen? Was muss ich beachten? Das sind all diese Fragen, die wir heute mit Ihnen klären möchten, Herr Professor Grötz. Also ich begrüße Sie nochmal sehr herzlich auch auf Facebook. Wenn Sie Fragen haben, liebe Zuschauer, bitte zögern Sie nicht, in den Kommentarspalten oder in unserem Chatfenster auf ZDP Online Ihre Fragen zu stellen. Wir versuchen diese möglichst in diesem Interview heute noch unterzubringen. Herr Professor Grötz, Sie haben in den letzten Wochen sehr viel zu tun, habe ich gehört. Und auch Ihr Team ist rund um die Uhr beschäftigt. Das ist natürlich ein gewisser Gegensatz zu dem, was möglicherweise andere Kollegen gerade hören. Warum ist da dieser Unterschied? Ja, das hat sicherlich verschiedene Gründe. Also zum einen ist es so, wir sind eine ausschließlich chirurgisch tätige Einrichtung und diese Sektoren übergreifend, also sowohl ambulant als auch stationär. Wir haben in unserer ambulanten und in der stationären Versorgung zusätzlich die Klassifikation als Corona-Zentrum in Hessen erhalten. Das heißt also auch nachgewiesen positive Patienten kommen als Notfälle zu uns. Das heißt also, ein Schließen unserer Tore war zu keinem Zeitpunkt auch nur im Entferntesten eine Idee. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, weshalb haben wir in der Chirurgie rund um die Uhr zu tun mit drei MKG-Chirurgen in der ambulanten Versorgung, zwei weiteren Oberärzten in der stationären Versorgung und vier Weiterbildungsassistenten. In mir erwacht da doch mehr und mehr auch die Erkenntnis, dass durch das Unterlassen oder das Verzögern der zahnärztlichen Grundversorgung einfach die Anzahl der Notfälle mehr geworden ist. Und spätestens dann, wenn ein Patient ein Notfall, ein chirurgischer Notfall wird, ist er nicht mehr in der Situation, dass er überlegt, kann ich jetzt zum Arzt gehen oder nicht, sondern er geht dorthin. Also wahrscheinlich ist das der Hauptgrund, weshalb bei uns ungebrochen sehr, sehr viel zu tun ist. Aber damit sind wir ja, Herr Isbahner, eigentlich mitten in der Frage, in dem Problem. Diese Unsicherheit, diese Nervosität, die da um sich greift, die ist ja etwas ganz Reales. Und sie ist auch etwas wirklich Nachvollziehbares. Wenn wir uns überlegen, Galionsfigur dieser Pandemie ist der Professor Christian Drosten, der Virologe von der Charité in Berlin, der uns schon ganz zu Anfang vermittelt hat, wir werden hier in jedem Fall mit dieser Infektionskrankheit längere Zeit beschäftigt sein. Wir brauchen eine schrittweise Durchseuchung der Situation der Bevölkerung für die Herdenimmunität. Ein bisschen sperriger Begriff, aber es kennzeichnet das, was wir im Moment wahrnehmen. Und wir müssen aber diese Infektionsausbreitung unbedingt langsam gestalten, damit die schwerwiegenden Covid-19-Fälle, die die Intensivstationen dann brauchen als Betreuung, dass diese in einer möglichst messenden Frequenz auftauchen, sodass ihnen wirklich dann auch in den Krankenhäusern, in den Kliniken, Maximalversorgern geholfen werden kann. Und spätestens in dieser Wahrnehmung merken wir, wir haben es erstmals mit einer Situation zu tun, die wir so nicht kennen. Wenn wir sonst über Infektionserkrankungen reden und Infektionsschutz meinen, dann meinen wir kompletten, vollständigen Schutz. Also kein Mensch käme auf die Idee, bei der aufkommenden HIV-Infektion in den 90er Jahren zu formulieren, naja, schrittweise werden wir uns alle infizieren. Und trotzdem ist auch diese Corona-Pandemie eine Infektionskrankheit. Das heißt, wir haben eine Situation, die ist nicht nur dieser Lockdown ist für uns neu, auch der Umgang mit diesem Gesundheitsproblem ist für uns neu. Und das muss in der Bevölkerung Unsicherheiten auslösen. Und deshalb
als Ende meiner kurzen einführenden Antwort auf Ihre Frage, sei es mir gestattet, auch wirklich jetzt heute, liebe Patientinnen, liebe Patienten zu sagen, neben den Behandlungsteams, neben den zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen ist diese Gruppe ja heute angesprochen. Und wenn ich sage Gruppe, ja, jeder ist ja irgendwie auch zahnärztlicher Patient. Also auch jeder Zahnarzt geht zu einem anderen Zahnarzt, jede Zahnärztin zu einer anderen Zahnärztin, etc., etc. Also wir sind davon alle angesprochen, die Zahnärzte. Herr Professor Krotz, vielleicht, jetzt haben wir gerade kurze Tonprobleme, vielleicht hat sich das gleich wieder. Herr Professor Krotz, könnten Sie vielleicht mal einordnen, auch für die Patienten, welche Bedeutung die Mundgesundheit in Bezug auf die ganze Gesundheit eines Menschen hat? Also da sind wir an einem Punkt, der letztlich ja irgendwo der Siegeszug der Zahnheilkunde der letzten 30 Jahre darstellt. Wenn wir heute wissen, dass Entzündungen in der Mundhöhle einen direkten Einfluss haben auf die Erkrankung Diabetes beim Diabetiker, dass ein Diabetiker einen besseren HbA1c, also den Laborwert, der seine glykämische Kontrolle, der seine Stoffwechselsituation darstellt und damit den Schweregrad seines Diabetes darstellt, dass dieser Laborwert durch eine gesunde Mundhöhle positiv beeinflusst wird und durch eine Infektion in der Mundhöhle negativ beeinflusst wird. Wenn wir das Gleiche jetzt ganz durch aktuelle Publikationen für rheumatische Erkrankungen, rheumatoide Arthritis wissen, wenn wir wissen, dass die Bakterienaussaat im Blutkreislauf, die sogenannte Bakteriämie, Bakterien werden in dem Blutkreislauf überall verteilt, dass es von keiner anderen Stelle des Organismus so häufig zu einer Bakterienaussaat in den Blutkreislauf kommt, wie aus der Mundhöhle und das teilweise schon beim Kauen oder beim Zähneputzen und sich daraus sogar Herzentzündungen, Herzinnenhautentzündungen entwickeln können, da haben wir so viele Querverbindungen, dass wir sagen, eine gesunde Mundhöhle ist Bestandteil des gesunden Körpers. Umgekehrt, eine kranke Mundhöhle bedingt eine Krankheit des gesamten Organismus. Jetzt sind wir ja gleich, ich sag mal, das sind ja genau die Risikogruppen auch, die wir jetzt in der Pandemie besonders vor Infektionen schützen müssen. Die Diabetiker, die Herzkranken und generell chronisch kranke Menschen sollten weiterhin ganz regelmäßig zum Zahnarzt gehen, um möglichst sozusagen diese, Ursachen, also die Krankheit in der Mundhöhle, möglichst gut betreut zu wissen. Dennoch bedarf es ja jetzt besonderen Schutzmaßnahmen, gerade dieser Risikogruppen. Genau. Wie ist da die Zahnmedizin derzeit aufgestellt? Also das ist genau ein Dreh- und Angelpunkt, der die Verunsicherung in der Bevölkerung bei Patientinnen und Patienten gut widerspiegelt. Ich will jetzt mal ein wirklich ganz landläufiges, leicht verstehbares Beispiel nehmen. Wenn ich sage, ich fahre kein Motorrad, weil die aktive und passive Sicherheit beim Motorradfahren schlechter ist als bei Autofahren oder Verwendung öffentlicher Verkehrsmitteln, dann verzichte ich auf einen Luxus, verzichte ich auf ein bisschen Quäntchen Lebensqualität und habe höhere Sicherheit. Wenn wir es jetzt aus der Zahnarztpraxis übertragen, merken wir sofort, dass wir hier eine komplett andere Konstellation haben. Der Verzicht auf die zahnärztliche Grundversorgung geht sofort und unabdingbar mit gesundheitlichen Risiken einher. Das heißt, wir Patienten befinden uns nicht auf dem Esel der Sicherheit, wenn wir die Zahnarztpraxis nicht mehr aufsuchen, sondern im Gegenteil, wir gehen andere Gesundheitsrisiken ein. Und wenn wir diesen Spannungsbogen genommen haben, dann wird für uns die, weshalb es hier nicht eine einfache Aufgabe gibt. Wir müssen allen unseren Patienten und Patienten einerseits sagen, geht bitte wieder zum Hauszahnarzt und verlasst nicht die zahnärztliche prophylaktische und therapeutische Grundversorgung. Eins, anders bedarf aber auch jeder Patient der Information. Bitte unbedingt auf das an Kontaktsituationen verzichten, was eben zur Tröpfcheninfektion, zur Übertragung dieser Keime, dieser Viren kann. Und das Mund-Nasen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Mund-Nasenschutz im Warenbereich einer Zahnarztpraxis, Abstand halten, im Bereich der Anwendung nicht mit mehreren einander fremden Patienten dicht nebeneinander stellen. Das heißt also, Sie merken ja, hier ist einerseits eine ärztliche Versorgung im Behandlungszimmer zu betrachten,
Andererseits aber das, was sozusagen ihn oder auf dem Weg raus dorthin, das alltägliche ist. Wir müssen uns da an all das halten, was für unsere alltägliche Anpassung an diese Corona-Pandemie erforderlich ist. Die zweite Seite, die zu beleuchten ist, ist, wie geht die Zahnärzteschaft damit um? Die Grundversorgung, die Basishygiene, die seit vielen, vielen Jahren gehalten wird, ist wirksam. Wir haben vor der Corona-Pandemie keinerlei häufige Mitteilungen gehabt, dass in Zahnarztpraxen irgendwelche Viren übertragen wurden, Ebola oder sonst irgendetwas. Das ist eben der zahnärztlichen Routine geschuldet, dass diese Basishygiene hervorragend ist. Diese Basishygiene wird natürlich Operation jetzt angepasst und wird nochmal verschärft und verbessert mit dem Ergebnis, dass natürlich auch von zahnärztlicher Seite auf Dinge geachtet wird, die früher in dieser Intensität nicht gemacht wurden. Also beispielsweise Mund-Nasen-Schutz schon weiter, kein Händeschütteln, willkommen heißen, etc. Also in diesen Bereichen gilt es sozusagen Einrüstung vorzunehmen. Im Ergebnis heißt es aber, unbedingt gesundheitliche Kollateralschäden vermeiden, dadurch, dass man die zahnärztliche Grundversorgung wieder als Patient. Ich höre gerade aus der Regie, dass wir tatsächlich ein bisschen Tonprobleme haben. Das möchten wir entschuldigen. Das führt uns natürlich auch vor Augen, dass es in Deutschland in dieser Zeit tatsächlich auch an digitaler Infrastruktur mangelt. Liebe Patienten, ich hoffe, Sie haben trotzdem viel mitbekommen, was Professor Grötz jetzt gesagt hat. Also letzten Endes ist es so, dass der Zahnarztbesuch derzeit besser gewährleistet, dass Sie sozusagen als Risikopatienten, aber auch als ganz normale Bevölkerungsgruppe den Zahnarzt aufsuchen können. Es ist tatsächlich so, dass die Zahnärzteschaft vor allen Dingen in Deutschland geradezu prädestiniert oder dafür vorbereitet ist, diese Pandemie, ich sage mal, auch medizinisch zu betreuen, beziehungsweise, dass Sie als Patient bestmöglich in der Zahnarztpraxis auch geschützt werden. Jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin in Deutschland hat momentan ein Hygienekonzept, das an die Pandemie jetzt angepasst wurde. Und dementsprechend ist es durchaus ein Gebot der Stunde, dass Sie, liebe Patienten, Ihren Zahnarzt, Ihre Zahnärztin kontaktieren, aufsuchen und nicht erst warten, bis es wirklich zu einem Notfall kommt. Wenn Sie noch mal ganz kurz auf das Thema Infektionsschutz in der Praxis eingehen könnten. Die Patienten sind ja durch bestimmte Maßnahmen besonders jetzt geschützt. Was muss denn der Patient selber jetzt im Vorfeld wissen oder wie kann er sich am besten auch auf so einen Zahnarztbesuch vorbereiten? Ich möchte das gerne nochmal dahingehend beantworten, Herr Isbahner. Jeder Patient weiß ja durch die öffentlichen Informationen, was tatsächlich Symptome aktiven Corona-Infektionen, SARS-CoV-2-Infektionen darstellen. Das bedeutet, jeder Patient, der entweder diese Symptome bei sich wahrnimmt oder der gar einen Test hinter sich hat und weiß, dass er ein aktiv erkrankter Viruspatient ist, bitte nicht einfach irgendeine zahnärztliche Praxis aufsuchen, sondern die Möglichkeit der, ich sage es mal hochtrabend, Telemedizin wahrnehmen. In der Zahnarztpraxis anrufen, mitteilen, dass man eigentlich einen zahnärztlichen Behandlungswunsch in sich trägt, vielleicht sogar einen dringlichen Wunsch der Behandlung, dass man aber andererseits ein Verdachtsfall oder ein nachgewiesener Virusträger ist. Dann wird die Zahnarztpraxis sofort, wenn sie selbst auch zu einem Versorgungszentrum, zu einem Viruszentrum gehört, sagen, kommen Sie ruhig vorbei, kommen Sie zu bestimmter Uhrzeit vorbei. Sie werden direkt in einen dafür besonders vorbereiteten Eingriffsraum, Behandlungsraum geführt. Es wird Ihnen in jedem Fall geholfen und es werden sozusagen auf der einen Seite die Virusinfektion, auf der anderen Seite die zahnärztliche Behandlung optimal untereinander abgestimmt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn man keinerlei Symptome in sich trägt, wenn man definitiv keine Informationen darüber hat, dass man ein Virusträger ist und dieses als unwahrscheinlich zu klassifizieren ist, man gehört aber einer Risikogruppe an, also die Betagten, Hochbetagten über 80 Jahre oder ganz spezielle Vorerkrankungen, insbesondere eben Lungenvorerkrankungen, Herzvorerkrankungen oder
Immunsuppressionen, also Schwächen der Immunabwehr. Auch da ist es extrem hilfreich, den Telefonhörer zu nehmen und zunächst einmal mit der zahnärztlichen Praxis zu telefonieren. Gegebenenfalls wird daraus eine telefonische Beratung mit der Zahnärztin oder dem Zahnarzt. Es wird abgewogen, welche Behandlung zu welchem Zeitpunkt vorgenommen wird. Es werden zusätzliche Tipps gegeben. Die Praxen aller Zahnärztinnen und Zahnärzte haben sich gewandelt. Jeder zweite Stuhl ist gesperrt, sodass man sich dort nicht mehr dicht zueinander setzen kann. Dennoch kann ein Risikopatient natürlich ohne weiteres dann direkt auch wie ein nachgewiesener Patient in ein normales Behandlungszimmer geführt werden. Also auch da sind Anpassungen möglich. Es können mehrere Termine zu einem Termin zusammengefasst werden, sodass man nur einmal den in Anführungszeichen risikobehafteten Weg in öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen zu Hause und der Praxis und vice versa hat. Das heißt, Sie merken, alle diese Dinge kann man als Patient ohne weiteres hinzufügen, um bestmögliche Kontrolle über diese Virus in den Händen zu halten. Das ist ja eine ganz wichtige Botschaft, die Sie da jetzt senden, die ja tatsächlich auch die Unsicherheit oder Nervosität der Patienten aufgreift. Also gerade auch die Risikogruppen und selbst sogar die Patienten, die den Virus in sich tragen, denen ist es quasi möglich, in Absprache natürlich vorher telefonisch, in der Absprache mit dem Zahnarzt, mit der Zahnärztin, einen Zahnarztbesuch zu vereinbaren, weil die Zahnmedizin in Deutschland tatsächlich darauf vorbereitet ist. Jetzt könnten Sie vielleicht nochmal auf die Risiken eingehen. Wir hatten das ja schon eingangs schon anklingen lassen. Was passiert denn, wenn bestimmte zahnmedizinische Behandlungen oder Kontrollen unterlassen werden oder wenn die sich verzögern? Also man denkt natürlich bei dieser Therapiedringlichkeit zunächst mal immer an eine ganz normale Kaskade. Der akute Notfall ist ein Unfall oder ist eine Eiterung. Die dringliche Behandlung sind Schmerzen oder sind chronische Infektionen, die dabei sind, in eine schwere gradige überzugehen. Aber das sind alles Dinge, die sozusagen in den Wahrnehmungen des betroffenen Patienten schon so hoch angesiedelt sind, dass er sich selbst in seiner Therapiedringlichkeit ganz hoch kategorisiert. Was dabei ganz leicht vergessen wird, ist, dass in der Hand des Spezialisten, der Zahnärztin, dem Zahnarzt, eben auch Dinge erkannt werden als therapiedringlich und als heikel, wenn man sie unterlässt, die dem Patienten selbst nicht offenbar werden. Ich will Beispiele dafür anführen, die sehr chronifiziert sind, merkt der Patient nicht. Er hat keine Schmerzen oder nur ganz, ganz wenig ausgeprägte Schmerzen. Trotzdem ist er dann ein Infektionsträger, der ihn sozusagen in das Risiko führen kann, eine systemische oder auch eine örtliche, also eine Erkrankung in der Mundhöhle schwererer Art davonzutragen. Ich will noch ein weiteres Beispiel nennen und jetzt sind wir bei einer wirklich ganz läppischen Sache. Eine Prothesendruckstelle. Ich habe jetzt gerade letztens eine Patientin gehabt mit der Anamnese einer Antiresorptiva-Medikation. Das heißt auf Deutsch, ein Medikament, das den Knochenabbau vermindern soll, wird bei Osteoporose gegeben, wird bei unterschiedlichen Erkrankungen mit Knochenmetastasen gegeben, ist ein häufig angesetztes Medikament. Dieses Medikament trägt das Risiko einer sogenannten Kiefernekrose in sich, also eine schwerwiegende Erkrankung im Kiefergesichtsbereich. Ein möglicher Auslöser sind Prothesendruckstellen. Diese Patientin kam nach einer Nekrosenbehandlung in einem Bereich, linker Oberkiefer, zu mir. Die Abheilung dort sah wunderbar aus. Sie trug zu dem Zeitpunkt auch keine Prothese im Oberkiefer, weil sie da immer noch Angst hatte. Ihre Prothese im Unterkiefer trug sie aber und diese war auf den hinteren Zähnen deshalb nicht mehr abstützbar, weil diese nicht mehr da waren. Sie nahm die Prothese raus, ich sah eine Druckstelle und sagte zu ihr, oh, Sie haben eine Druckstelle, das ist ein Risiko. Hat Ihr Zahnarzt das nicht bemerkt? Und sie sagte mir, ich war jetzt 2 Monate nicht mehr beim Zahnarzt wegen, und dann kamen die ursprünglichen Formulierungen. Ich habe der Patientin gesagt, Sie müssen sofort zu Ihrem Zahnarzt gehen, sofort. Es muss an der Prothese sofort etwas geändert werden. Und jetzt sehen Sie, ich spreche Sie jetzt ganz bewusst an, liebe Patientinnen, liebe Patienten, stelle man sich etwas Lapidareres in der Hand des Zahnarztes vor als die Beseitigung einer Prothesendruckstelle, und der Verzicht auf diese notwendige Behandlung kann das Risiko einer Kiefernekrose in sich tragen.
Das Gleiche gilt auch für die professionelle Zahnreinigung, also für das, was nicht mal Zahnärztin oder Zahnarzt selbst machen, sondern was in der Hand der Mitarbeiterinnen, der Dentalhygienikerinnen liegt. Und auch da, es ist nicht nur Beseitigung von Belägen oder von Infektionen, die ganz oberflächlich lokalisiert ist, es ist auch Früherkennungsmaßnahme, weil eben in der Hand der Spezialistin, der Dentalhygienikerin, auch dieses stattfindet. Das heißt, es gibt kaum etwas aus dem normalen Repertoire der zahnärztlichen Behandlung, bei dem man sagen kann, das ist so egal, dass wir es jetzt für Monate ohne einen Kollateralschaden einfach verschieben können. Was wären denn zum Beispiel jetzt Behandlungen oder Eingriffe oder zumindest Sachen, die der Zahnarzt zwar vornehmen kann, die aber derzeit verschiebbar sind? Ja, also auch da will ich... Genau, ganz genau. Ich will da ganz bewusst mal mit einem plakativen Beispiel anfangen. Es gibt Patienten, ich sage jetzt mal, das sind meistens Patientinnen, die zum Beispiel sich in zahnärztliche Behandlung begeben, um in Wirklichkeit nicht wirklich eine Therapie wahrnehmen zu lassen, sondern sich einen Schmuckstein auf einen Zahn befestigen zu lassen. Wollen das aber fachkundig machen lassen, also nicht von irgendjemandem, sondern eben auch in der Hand eines approbierten Zahnarztes oder einer Zahnärztin. Das ist eine nicht medizinisch notwendige Heilmaßnahme. Das hat mit Heilmaßnahmen komplett unterscheiden. In der jetzigen Zeit brauchen wir diese Dinge wirklich nicht nur verzögert, sondern wir brauchen sie wahrscheinlich gar nicht. Und alles andere, das gehört in die individuelle Entscheidung des Zahnarztes, der Zahnärztin, in Kenntnis der individuellen Situation des Patienten. Ich will ein Beispiel mal jetzt theoretisch ausformulieren. Wenn wir kauffunktionelle Rehabilitation mit Implantaten machen, dann gibt es Implantate, die sind auch dringlich notwendig, weil sie im Verlauf einer Therapie jetzt die Implantation ansteht und diese Implantation eben notwendig ist, um den Zahnerhalt der restlichen Zähne aufrechtzuerhalten. Es gibt kauffunktionelle Herstellungen, die sehr komplex sind, in denen erst Kieferkamm aufbauende Maßnahmen getroffen werden müssen, die dann über mehrere Monate einheilen müssen und dann erst von der Implantation gefolgt werden. Vielleicht gehören diese Kategorien, diese sehr komplexen und sowieso in der Größe ihrer Ausdehnung nicht mehr durch Zuwarten verschlimmerbare Behandlungen, die gehören in die Kategorie, dass man sagt, Moment mal abwarten, bis wir Sicherheit haben. Wie geht es mit der Steuerung der Pandemie weiter? Wie gehen wir bei Verdachtsfällen um? Warten, bis ein Verdachtsfall kein Verdachtsfall mehr ist, also bis 2 Wochen Symptomlosigkeit eingetreten ist oder bis ein Test, der positiv war, zu einem negativen Test geworden ist, mit dem Ergebnis, es ist kein Virusträger mehr. Also haben wir vor diesem Hintergrund, haben wir Steuerungselemente, das jeweilige individuelle Risiko für jeden einzelnen Patienten wirklich optimal zu gestalten. Und das sind natürlich Absprachen, die die Patienten direkt mit ihrer Zahnärztin, mit ihrem Zahnarzt auch treffen können. Also das heißt, rufen Sie bitte in Ihren Praxen an, wenn Sie Unsicherheit verspüren, bitte bei den Kollegen anrufen, die werden Ihnen da weiterhelfen, weil Sie auch einfach jetzt bestens vorbereitet sind, durch die letzten Wochen auch sich systematisch auf die Risikogruppen der Patienten einstellen konnten, Maßnahmen ergriffen haben, warum es sozusagen unerlässlich auch sein wird, den Arztbesuch oder den Zahnarztbesuch vielmehr sozusagen wahrzunehmen. Also vielleicht nochmal abschließend, wir sind ja gleich am Ende des Interviews. Wie schätzen Sie denn jetzt in Zukunft, man ist ja immer voll Wartezimmer gewöhnt als Patient, es geht alles ganz schnell, wenn alles in Ordnung ist und so weiter, aber wie wird sich denn die Zahnmedizin als solche jetzt in Zukunft verändern für die Patienten ganz konkret? Also ich denke, dass es bestimmte alte Gewohnheiten, die sowieso dabei waren, sich aufzulösen, in Zukunft nicht mehr geben wird. So dass, ich sage es jetzt mal burschikos, vollgestopfte Wartezimmer mit 40 wechselnden Patienten, das deshalb so vollgestopft ist, weil eine sehr bedachte Mitarbeiterin der Meinung ist, es müssen immer mehrere Patienten gleichzeitig da sein, damit die Zahnärzte, der Zahnarzt auch in jedem Fall einen Patienten zur Behandlung hat und keinen Leerlauf hat. Ich glaube, da werden wir Steuerungselemente nicht einfach besser machen, sondern wir werden sie grundsätzlich anders machen. Wir werden Terminierungen vornehmen, in denen einfach termingerecht Patienten kommen und drangenommen werden und Wartezeiten auf das
absolute Minimum reduziert werden. Aber ich glaube, das ist ein positiver Effekt. Wir werden zum Zweiten mit Sicherheit die Basishygienemaßnahmen lernen, in ihrer Wichtigkeit anders wahrzunehmen, sie disziplinierter wahrnehmen, also Mund-Nasen-Schutz wirklich auch über Mund und Nase tragen und richtig adaptieren und auch seitlich an der Wange richtig adaptieren und in der Nähe des Patienten auch nicht mal unbedacht den Kopf rechtwinklig zur Seite drehen, sodass eine Tröpfcheninfektion an der seitlichen Fläche des Mund-Nasen-Schutzes doch noch stattfinden kann. Also ich glaube, Änderungen werden sich auf ganz, ganz vielen Ebenen ergeben, die unser Leben insgesamt nicht schlimmer oder schlechter machen, sondern vielleicht ein bisschen infektionsbewusster. Und auf die Art und Weise hat diese gräuliche Pandemie vielleicht sogar einen kleinen positiven Nebeneffekt, der uns in eine neue Wahrnehmung führt. Ich möchte zum Abschluss aber noch eine Sache benennen, weil gerade in unserer sektorenübergreifenden Versorgung, eben auch stationär, gab es eine Änderung, die auch in der Bevölkerung Anlass für Missverständnisse geben musste. Das konnte gar nicht unterbleiben. Kliniken haben ihre Kapazitäten, ihre elektiven, ihre Wahleingriffe heruntergefahren, aber nicht, weil ein Infektionsrisiko plötzlich in den Kliniken bestand, sondern nur aus einem einzigen Grund, weil wir in Deutschland der Meinung waren, wir brauchen eine unfassbar hohe Kapazität situativ an Intensivbetten, weil es sein kann, dass wir Verhältnisse hier bekommen, wie in Norditalien, die unsere Intensivkapazität an die Grenze führen. Nun, zum großen Glück ist es so nicht gekommen. Aber das Hochfahren der Intensivkapazität hat die Anästhesieteams aus den Zentral-OPs auf die Intensivstation geführt. Das ist der Grund, weshalb elektive Eingriffe in Kliniken unterlassen wurden. Also dieses dahingehend zu interpretieren, man fährt die Medizin insgesamt und damit auch die Zahnmedizin herunter, wäre eine massive Fehlinterpretation, die aber letztlich zunächst mal auf der Hand liegt. Genau, also das hatten wir auch schon in den vorherigen Interviews auch besprochen. Liebe Patienten, es ist tatsächlich so, es geht natürlich nicht nur um den Zahnarztbesuch. Es geht tatsächlich um Ihre Gesundheit. Suchen Sie natürlich Ihren Zahnarzt auf, aber auch bitte Ihren Hausarzt, um Dinge abzuklären. Verschleppen Sie es nicht. Die Kliniken, die Ärzte in Deutschland, die sind bestens auf die Situation vorbereitet. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir dieses Gesundheitssystem in dieser Zeit zur Verfügung haben. Es sieht in anderen Ländern natürlich etwas dramatischer aus. Und daher achten Sie auf Ihre Gesundheit. Wie ich höre, gibt es möglicherweise noch Fragen aus dem Publikum. Wir stehen natürlich gerne noch zur Verfügung. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wenn Sie mögen, stellen Sie uns Fragen ganz konkret zu Ihrem nächsten Zahnarztbesuch. Vielleicht können wir Ihnen da weiterhelfen. So, bis jetzt habe ich noch keine weiteren Fragen. Das ist zum einen immer ein gutes Zeichen, dass vielleicht alles erklärt wurde, was ich ja hoffe. Letzten Endes ist es auch kein Hexenwerk. Zahnarztbesuche sind sicher. Sie sind notwendig und sie sind vor allen Dingen ein guter Schutz vor weiteren Krankheiten oder zumindest unterstützen sie die Allgemeingesundheit. Und von daher fassen Sie Mut, reden Sie mit Ihrer Zahnärztin, mit Ihrem Zahnarzt, gehen Sie, lassen Sie sich untersuchen, lassen Sie sich prophylaktisch untersuchen. Wenn nichts ist, ist ja alles bestens. Wenn was ist, dann sind Sie ja schon in allerbesten Händen. Herr Professor Grötz, vielen Dank erstmal. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann machen wir nochmal ein kleines Update. Also da können auch gerne nochmal die Patienten übernächste Woche, genau, dann können wir gerne nochmal einschalten. Die Patienten können gerne nochmal einschalten und natürlich auch die Kollegen, die Fachkolleginnen und Kollegen sind herzlich willkommen, nochmal zuzuhören, was jetzt in den letzten Wochen tatsächlich an Aktualisierung stattgefunden hat in Bezug auf die Pandemie. Gut, dann wären wir am Ende. Ich danke Ihnen nochmal, liebe Patienten. Sie können dieses ganze Interview auch nochmal ganz bequem bei uns auf ZWP Online oder auf unserem Facebook-Kanal oder auf unserem YouTube-Kanal nachhören. Herr Professor Grötz, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Zeit und für die Möglichkeit, diese wichtigen Inhalte hier über Ihre Webkanäle zu verteilen. Danke sehr.